Servus Freunde von Mi Piace, ciao Guzisti. Wir haben einen der ersten traumhaften Frühlingstage zum Anlass genommen, das wahrscheinlich heißeste Bike der Saison 2023 dem Importeur zu entreißen. Und es ist natürlich eine heiße Italienerin, eine heißblütige Italienerin. Es ist die Moto Guzzi V100 Mandello. Schon auf den Fotos bei den Vorstellungen des Motorrads war klar, dass es ein traumhaft schönes Bike wird. Wir haben hier eine Mandello in der S-Variante. Es sind zwei Varianten lieferbar, die Basisvariante, die S-Variante. Die S-Variante unterscheidet sich von der Basisvariante mit einigen Hightech-Features, insbesondere dem Öhlins-Fahrwerk. Auf der anderen Seite dann besser zu sehen, das gelbe Federbein von Öhlins, ein semi-aktives Fahrwerk. Weiters ist die S ausgestattet mit Reifendrucksensoren, Heizgriffen und weiters drauf auf dem S-Modell ist ein Quickshifter, der am Basismodell nachgerüstet werden kann bzw. als Option verfügbar ist für die Leute, die einfach noch schneller schalten wollen. Kommen wir mal zum Layout dieses Motorrads. Dieses Motorrad ist natürlich eine klassische Moto Guzzi, einfach zu sehen an der V2 Motorkonfiguration, ein längsliegender V2 Zylinder, deshalb weil die Kurbelwelle der Länge nach eingebaut ist. Das Besondere an der V100 ist allerdings, dass Moto Guzzi das erste Mal einen wassergekühlten Motor verbaut hat. Es ist eine komplette Neukonstruktion. Dieser Motor hat mit dem Motor der V85 nichts zu tun. Nennt sich hier Compact Block im Gegensatz zum Small Block der V85. Und dieser Motor hier ist ganze 10,3 cm kürzer als das Triebwerk der V85. Er ist also extrem kompakt, sehr leistungsstark, wassergekühlt und der kurze Motorblock erlaubt es bei der V100 eine lange hintere Schwinge, Einarmschwinge, wie ihr seht, anzubringen, die auch den traditionellen Kardanantrieb, den wartungsfreien Kardanantrieb in sich birgt. Schauen wir uns vielleicht ein bisschen die Optik an. Für mich eines der super Highlights ist die Hinterradfelge, ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Eine kurze gedrungene Auspuffanlage, die wirklich einen super coolen Sound ermöglicht. Sie böllert wirklich hart und wirklich super. Habe ich zu viel versprochen? Klingt doch hervorragend. Man hat auch an den leichten Bewegungen des Motorrads gesehen, wie ganz leicht der V2-Zylinder die Dynamik des Motorrads beeinflusst. Aber ich kann auch eins dazu sagen, beim Fahren ist es eigentlich so gut wie überhaupt nicht mehr zu spüren, wie die Kurbelwelle sozusagen im Aufstellmoment des Motorrades erzeugt, ist beim Fahren nicht fühlbar, man hat es jetzt nur ein bisschen gesehen. Ich finde, dass die V100 sehr clean ausschaut. Man hat einen bulligen, kurzen Motorblock mit den fantastischen goldenen Zylinderköpfen, die mir auch sehr zusagen. Und dann einen vollkommen cleanen hinteren Schwingerbereich mit dem coolen 190er Hinterreifen auf einer 17 Zoll Felge, schaut einfach wunderbar aus. Trotzdem muss man sagen, dass die Moto Guzzi ihre klassischen Elemente, die man seit Jahrzehnten kennt, mit aufgenommen hat. In diesem Bereich hier schaut sie klassisch Moto Guzzi mäßig aus, hier mit den
Luft auslässen. Irgendwie erinnert mich das an eine Moto Guzzi Le Mans. Auch die kleine Verkleidung sieht modern aus, ist aber trotzdem irgendwie ein Moto Guzzi Klassiker. Wir haben Glück gehabt, ich finde die Topfarbe ausgefasst, und zwar Verde, ein Grün Metallic, erinnert ein wenig an British Racing Green in Kombination mit Silber, schwarzen Applikationen und hier orangene Applikationen an der adaptiven Aerodynamik. Was ist die adaptive Aerodynamik? Die adaptive Aerodynamik erlaubt es, einen Air-Curtain um den Fahrer herum zu bilden. So, wie habe ich die Flaps jetzt rausgebracht? Sie sollen natürlich automatisch rauskommen, aber die Maschine läuft im Moment nicht, über die Riding Modes. Die Moto Guzzi verfügt über 4 Riding Modes. Den Riding Mode Sport, den Riding Mode Road, Tour und Rain. Selbsterklärend, Rain ist ein Modus, der die Traktionskontrolle maximiert, die Gasannahme und die Giftigkeit des Motorrads ein wenig reduziert, um bei sehr schlechten Verhältnissen einfach sicherer unterwegs zu sein. Der Touring Mode, jetzt gehen wir da wieder raus, der Touring Mode ist also soll ein sanfter Modus sein, in dem man cruise. Als Highlight haben wir den Sportmodus, wo es dann wirklich zur Sache geht. Wir haben also 4 Modi und diese 4 Modi unterscheiden sich noch einmal in 4 Bereichen. Das ist die Leistungsannahme, die Traktionskontrolle, die Flapsteuerung, Flaps haben wir schon gesehen, und natürlich auch in der Einstellung des Fahrwerks. Das Fahrwerk ist ein semi-aktives Fahrwerk von Öhlins, die Krone des Fahrwerkbaus sozusagen. Es ist elektronisch einzustellen über das Menü, das können wir uns dann nachher noch anschauen. Es ist aber auch manuell vorspannbar, das heißt, man kann gröbere Einstellungen bezüglich Gewicht oder Sozio-Sozia-Betrieb auch manuell einfach einstellen, und das Feintuning macht man dann ganz einfach in der Elektronik. Wer sich fragt, was für ein Knopf über dem Starter und Notschalter angebracht ist, gute Frage, das haben wir zuerst auch nicht gewusst. Die Moto Guzzi hat ein automatisches Licht, das heißt, ein Sensor stellt fest, ob das Abblendlicht einzuschalten ist oder nicht. Sonst fährt sie eben nur mit ihrem LED-Tagfahrlicht. Man kann allerdings auch den Abblendscheinwerfer manuell hinzuschalten. Die Moto Guzzi V100 Mantello ist eben nicht nur ein Roadster, ein fescher Roadster, sondern es ist auch ein hervorragendes Touring-Motorrad. Und dazu brauche ich dann noch ein paar andere Dinge, die mir das Leben auf längeren Distanzen einfach angenehmer machen. Zwei dieser Dinge möchte ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Das ist die Cruise Control. Das heißt, man kann eine Cruise Control wie in einem Auto, es funktioniert genau gleich wie in einem Auto, einschalten, ja, setten. Und dann auch die Geschwindigkeit anpassen, Plus und Minus. Und man erspart sich dann das andauernde Drehen am Gasgriff. Das zweite, was ich euch zeigen möchte, eine wirklich coole Angelegenheit, ist das Windschild, weil das Windschild ist stufenlos verstellbar. Es gibt übrigens auch eine größere Scheibe. Ich werde euch das mal kurz zeigen, dass ich im Menü durchswitche. Ich gehe über die beheizbaren Griffe hinaus und gehe auf Windshield Regulation und kann dann elektrisch das Windshield einfach verstellen. Cool, oder? Reden wir mal über das Herzstück dieser Moto Guzzi, und das ist der brandneue Motor.
1042 Kubikzentimeter, 115 PS bei 8700 Umdrehungen. Der rote Bereich fängt an bei dieser Guzzi bei ungefähr 9000 Touren. Ich kann aber gleich sagen, also ich brauche es nicht, weil die Moto Guzzi hat mächtig Dampf von unten heraus. Man muss sie also nicht auswinden wie einen nassen Waschlappen. Drehmoment haben wir 105 Newtonmeter bei 6750 Umdrehungen, glaube ich. Ja, das stimmt. Allerdings liegt ein sehr, sehr hohes Drehmoment schon bei wesentlich tieferen Drehzahlen an und man kann wirklich super mit hohen Gängen fahren. Man kann von unten raus drehen. Es ist immer Saft da, um sauber rauszukommen. Reden wir mal über die Bremserei. Vorne haben wir eine 320er Brembo Doppelscheibenanlage, vier Kolben. Hinten eine einzige 280er Scheibe, zwei Kolbenanlage, alles von Brembo. ABS Kurven, ABS natürlich auch hier verfügbar. Was kann ich zu den Bremsen sagen? Sie bremsen wirklich brachial gut. Vielleicht bevor wir zu den Fahreindrücken kommen, was mir eigentlich das Wichtigste ist, was ich euch erzählen will, wie fühlt sich dieses Motorrad an, noch kurz zur Tourenfähigkeit. Die V100 hat hinten seitlich Aufnahmen, in die das Koffersystem einfach hineingesteckt wird, und zwar dann, wenn die hintere Abdeckung, also die Sozia-Sitzbank, abgenommen ist, wenn die wieder drauf kommt, die Koffer hineingesteckt sind, ist der Koffer fix. Ja. Top Case gibt es natürlich auch, das heißt, einer Reise nach Italien steht eigentlich überhaupt nichts im Wege. Elegant, sportlich und trotzdem komfortabel. Insbesondere natürlich im Touring-Fahrmodus. Anfang Frühjahr, im Winter eigentlich nicht Motorrad gefahren, Roller schon, habe ich mir gedacht, ja, puh, schauen wir mal, wie es geht. Aber ich war sehr, sehr positiv überrascht über das einfache Handling dieser Moto Guzzi V100. Die Sitzbank ist in diesem Fall 815 mm hoch. Das passt für mich bis auf einen Punkt. 235 Kilo sind nicht unbedingt ein extremes Leichtgewicht. Ja. Das heißt, beim Rangieren muss ich dann schon ein bisschen schauen, wie ich runterkomme, oder ich muss eben absteigen und sie rangieren. Alternativ dazu, das wäre für mich zum Beispiel eine Variante oder auch eventuell Damen, es gibt eine tiefere Sitzbank und es gibt auch eine höhere Sitzbank, die im Zubehörhandel erhältlich ist, sind, und die wären dann auch beheizbar. Also das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Die Variationsmöglichkeiten sind auf jeden Fall da. Handkräfte, Bedienung, easy cheesy. Also einstellbar, Kupplungskräfte eigentlich gering, Quickshifter ist drauf, wenn man mal nicht kuppeln will. Ich finde, dass sie eigentlich sehr einfach zu fahren ist, obwohl sie ein mächtiges Motorrad ist oder mächtig ausschaut. Sie hat aber trotzdem einen relativ kurzen Radstand, was sie wendig macht. So, schauen wir uns mal die Sitzposition an. Sie ist für mich schon perfekt. Es ist doch leicht sportlich. Abstand zum Zylinder ist allerdings enorm. Also da könnte noch 30 cm größer sein, geht sie das noch raus. Bemerkenswert, die Zylinder sind gedreht worden, was die gesamte Konfiguration des Auspuffs jetzt ein bisschen anders ausschauen lässt. Aber noch einmal zur Sitzposition kommend, ich finde sie super. Optisch schaut ja der Tank Airbox-Einheit riesig aus und die Distanz schaut auch groß aus, ist es dann aber eigentlich überhaupt nicht. Man sitzt kompakt drinnen drauf. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Ja.
ich finde, dass der Motor hervorragend gelungen ist. Er ist drehmomentstark, man kann ihn schaltfaul fahren, man kann ihn sportlich fahren, man kann ihn hinaufdrehen. Er vereint einen Zweizylinder-Sportmotor mit Eigenschaften, die man für das Touring eben braucht. Und ich glaube, dass Moto Guzzi dieses Konzept mit diesem Motorrad wirklich hervorragend umsetzt. Wobei, ich könnte es nicht einmal sagen, ob sie stärker Touring ist oder Roadster. Also für mich ist sie mehr Roadster, auch deswegen, weil ich wenig Touren fahre. Für mich ist sie ein fescher Roadster mit mehr als ausreichend Motorleistung, mit einem wartungsfreien Antrieb. Kardanantrieb, da muss ich nicht schmieren und überhaupt nichts. Braucht man das Öl ins Fahrwerk? Die Unterschiede der Modi sind zumindest sehr, sehr deutlich zu spüren. Wenn man Sport fahren will, kann man das Fahrwerk in diese Richtung hinbringen. Wenn man Touren fährt, hat man einfach die Möglichkeit, mit einem Druck auf den Knopf das Motorrad in ein Touring-Motorrad zu verwandeln. Insofern sollte man sich's überlegen, finde ich. Was kostet der Spaß? Die Basis Moto Guzzi V100 Mantello kostet 16.999 Euro, also geradeaus ein 17er. Das S-Modell, so wie es hier steht, kostet 19.999, also einen glatten 20er. Was anno dazu mal ein Auto gekostet hat, aber die kosten mittlerweile auch wesentlich mehr. Wer allerdings die unglaublichen goldenen Felgen haben will, greift zum Basismodell. Entweder in Bianco Polar oder in Rosso Magma. Mein Resümee bzw. die Frage, für wen ist dieses Motorrad gemacht? Ich würde mal sagen, dass diese Moto Guzzi V100 Mantello für Herrenfahrer gemacht ist, die ein weiteres Spektrum an Möglichkeiten abdecken wollen, aber in den Möglichkeiten nicht ins Extrem gehen. Kein Supersportmotorrad auf der anderen Seite, aber ein sportliches Motorrad. Kein schwerer Tourer, aber trotzdem ein hervorragendes Touring-Motorrad. Man kann mit diesem Motorrad eben alles machen. Man kann auf die Autobahn, man kann in der Stadt angenehm fahren, man kann ins Eisgeschäft fahren, auf einen Café. Überall macht diese Moto Guzzi eben mit. Und wenn es dann im Sommer nach Italien geht, dann haut man da die Koffer rauf und ist auch bestens ausgestattet. Ich finde, dass die Moto Guzzi V100 in allen Bereichen auf sehr hohem Niveau mitspielen kann. Und das macht sie so interessant für Personen, die unterschiedliche Dinge mit ihrem Motorrad tun wollen. Die fahren in der Stadt, die fahren Überland, die fahren Reisen. Und genau dafür, finde ich, ist dieses Motorrad gemacht. Sie hat auch einen üppigen Sozia-Sattel, man kann jemanden mitnehmen, sie hat genug Kraft. Ich denke, hier ist Moto Guzzi ein großer Wurf gelungen.